Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bigger Missions. In der letzten Folge haben wir unseren Geschenkeladen gegründet und zum Schluss hat uns unser Onkel ein Auto geschenkt und das wollen wir jetzt als erstes mal abholen. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das Auto hier fährt. So ein bisschen ist es ja GTA-Style hier. Die ersten beiden Teile waren ja mit einer Draufsicht. Die könnten sie nochmal wieder rausbringen. GTA 1 mit guter, in so einer Grafik hier, das wäre absolut Premium. Gut, hätte auch ein bisschen näher dran parken können. Uns mal ein kleines bisschen undankbar aufführen. Was steht das Ding hier am. Naja. Nicht schlecht. Anklicken? Ja. You found the car. Good. Now, don't get any parking tickets. As I said earlier, it's time to pick up some stuff for your new store. You're gonna use your new car. Or continue running around with the hand trucks. It's up to you. Also das fällt sich ganz furchtbar. Super schwammig. Fahrzeug parken. So, jetzt erstmal gucken. Schnapp dir eine Sackkarre. Kauf eine Theke, eine Registerkasse oder Registrierkasse, einen Stapel Einkaufskörbe und ein abgerundetes Regal im örtlichen Einrichtungsgeschäft. Platziere die Theke mit der Registrierkasse darauf in deinem Geschäft. Platziere den Stapel Einkaufskörbe in deinem Geschäft. Platziere das abgerundete Regal in deinem Geschäft. Okay, Sackkarre. Wir sollen kaufen. Eine Theke. Eine Kasse. Ein Stapel Einkaufskörbe. Und ein abgerundetes Regal. Abgerundetes Regal. 2700 Dollar. Wahnsinn. Anklicken hilft. Okay, der kann 8. Der kann 8 Fahrzeug parken. Der kann 8 Kartons aufnehmen. So, wo ist unser Laden? Da hinten. Kann man hupen? Ha? Nee. Oh Mann. Das fährt sich ganz. Kann ich das mit Maus? Nee, ich muss das mit BASD lenken. Guys, present yourself. Meine Sicht drin? Nee. Oh. Fahrzeug parken. Lager verwalten. Theke. Das ist unser Laden hier. Okay. Was haben wir hier noch? Können wir hier auch rein? Nein. Platzieren der Theke. Ja, hier. Nein, nicht einsteigen. Sorry. Lager verwalten. Überfahr mich doch, du Krankenwagen. Registerkasse. Oder Registrierkasse. Tut mir leid, ich werde sie jetzt einfach Registerkasse nennen. Ihr wisst, was ich meine. Platzieren. Okay, die kann ich nicht drehen. Aha, auf dem Boden kann ich sie drehen. Aber hier dreht sie sich automatisch dahin. Macht ja für mich keinen Sinn. Für mich ist ja die Seite mit den Schubladen, die. Na gut, ist ja auch egal. So, was haben wir noch gekauft? Ein abgerundetes Regal. Okay, das hat anscheinend nur eine Seite, von der man rantreten kann. Dann stellen wir das mal hier an die Wand. Und dann haben wir noch
Einkaufskörbe, glaube ich. Nein, man läuft immer zu weit. Einkaufskörbe. Ich bin hier gleich an den Eingang. So, alles erledigt, Onkel. Oh, very, very nice. Starting to look like a real store now. Next, we have to buy some things for you to sell. And for the time being, you'll have to go to a wholesale store. But eventually, down the road, you'll do a whole lot better by importing directly from the manufacturer overseas. Also, unser Onkel ist wirklich nett. Lobt uns jetzt dafür, dass wir das gemacht haben, was er uns klein klein aufgetragen hat. Ich lauf da mal hin. Dieses Auto fährt sich ganz merkwürdig. Oh, wir müssten mal was essen. 18 Uhr. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Laden überhaupt noch auf hat. Das könnte man wahrscheinlich auch irgendwo auf diesem Smartphone sehen, aber jetzt sind wir ja gleich da. So als Amerikaner 30 Meter werden gefahren, glaube ich. So, hast du noch offen? Jawohl. Sackkarre. Kaufe einen Karton mit preiswerten Geschenken. Preiswertes Geschenk. Und einen Karton mit Papiertüten. Klassische Herrenbekleidung. Hier, Papiertüten. $1,300, $200 Geschenk. Okay. Mhm. Achso, die Kasse ist von der anderen Seite. Sorry. Wo geht's hier raus? Ah, sehr schön. Hier auf der Straße kann er dann rennen mit der Sackkarre. Was habe ich denn jetzt eigentlich eingestellt? Samstag hat der Laden offen. Also müssten wir dann morgen im Laden arbeiten, oder? Macht das jemand? Aber, ja, bin ich mal gespannt. So, wir machen das jetzt hier noch schnell. Fahrzeug parken. Lager verwalten. Papiertüten. Die müssen, glaube ich, zur Kasse. Und die Geschenke ins Regal. Oh, cool. Kann man da noch näher ranzoomen? Nee. Okay, so Tassen und so ein Kram. Great work, kiddo. Now it's time to open up and start handling some cash, making some money. I'm crossing my fingers. Ja, cool. So, Sackkarre. Schieben wir erstmal hier hinten in den Lagerraum. Die haben wir jetzt irgendwie mitgehen lassen. Gut, dann ab nach Hause. Essen, schlafen und morgen. Der Nachhauseweg ist natürlich episch. So, erstmal was essen. Wie kann ich denn das jetzt Zeitplan? Wir machen um 8 auf bis 16 Uhr. Gut, dann müssen wir, der Weg ist ja kurz, können wir bis 7:30 schlafen. Absolut Weltklasse, so nah an seiner Arbeitsstätte zu wohnen. Okay. Fällt man aus dem Bett ins Laden, absolut episch. So, Hunger habe ich okay, gute Laune habe ich immer noch, Energie habe ich, beginne mit der Arbeit an der Registrierkasse. Dich selbst zuweisen, dein Geschäft ist derzeit geschlossen. Ja, aber es macht ja gleich auf, also weisen wir mich zu. Zeit bis zum Ende der Schicht vorspulen. Na, jetzt warten wir mal kurz. Ich kann doch ein bisschen rauszoomen. Das hier ist... Achso, das kann ich auch hier nach unten schieben. Cool. Ich mag es, wenn in Geschäften Musik gespielt wird. Die Wände und Böden hier sind so hässlich. Wir kennen uns gar nicht. Warum redest du so? Das ist ja unglaublich gemein. Hey, ich wollte gerade sagen. Erst bezahlen. Ja, dafür, dass du es hier so hässlich findest, hast du aber doch was gekauft. Das ist in Ordnung. Kannst du ruhig ein bisschen rumzuppeln. Hauptsache, hier wird auch entsprechend gekauft. Ich klicke hier mal drauf.
169, okay. Haben wir 31 Geschenke verkauft. Ich frage mich, ob das reicht, um die Kosten zu decken. Naja, so Samstag. Oh, unsere Wohnung liegt ja in der anderen Richtung. The Buzzy Goat, was ist das? Im Besitz von Omega Investment. Café. Okay, und das ist ein Supermarkt. Warum kann ich hier nicht... Doch, hier kann ich auch rein. Cool. Längliche Deckenleuchte, die kann ich wahrscheinlich nicht kaufen. Frische Lebensmittel. Tiefkühlkost. Warum laufe ich denn bis nach da hinten, wenn hier auch ein... Was kann ich im Café machen? Theke? Hallo? Da stelle ich mich jetzt nicht an. So wie bei Starbucks hier. Es ist kurz nach 5, ich gehe ins Bett. Muss mal was essen. So, morgen hat der Laden auch auf, also schlafen wir wieder bis um 7.30 Uhr. Oh, 289,68. Das lohnt sich aber. Gehe ich doch gleich nochmal drin arbeiten. Und nicht nur, weil unser Ziel Dings das sagt, sondern weil ich die fette Kohle mache. Zack. Dich selbst zuweisen, bis zum Ende der Schicht vorspulen. Das gefällt mir ganz gut, dass man das also relativ zügig... Noch 135. Treibe das Geschäft 2 Tage lang. Habe ich doch jetzt. Hallo. Ach, wann lerne ich das, dass unsere Wohnung in der anderen Richtung ist? Kann ich jetzt hier einen Kaffee trinken? Oh ja, ich hätte gern welcher Kaffee. Oh, jetzt ist die schneller gewesen. Ärgerlich. Sonntags 4:30. Komm, erstmal einen Kaffee trinken. So, jetzt bin ich dran. Kaffee bitte. Essen. Der hat den Becher mitgegessen, glaube ich. Eine Papiertüte können wir entsorgen. Okay. Oh! Führe ein erfolgreiches Unternehmen vom Typ Einzelhandel. Oh. 2 Tage schon Geld gemacht. Moment, jetzt muss ich gucken. Innenarchitekt. Oh. Fußboden und Wände. Gibt billig und teure. Ich lasse es erstmal so. Bisman, present yourself, Zeitplan. Montag ist auch offen. Dann müssen wir wieder um 37 aufstehen. 330 wieder gemacht. Super. Well, look at you hustling around and stacking cash already. I tell you, your dad would have been so proud. I think it's time for your first hire. And don't forget to take that course at the Business Administration School, so you know what you're doing, all right? Alles klar, Onkel Fred. Aber heute kann ich nicht. Heute muss ich hier arbeiten. Morgen mache ich das. Bestimmt. Ganz sicher. Verlass dich drauf. 111. Das war kein so guter Tag. Okay. Wo ist das Ding? Da hinten. Das machen wir dann morgen, da ist heute sowieso zu. Und dann same old, same old. Was essen? Schlafen. Wir schlafen auch bis um 7:30. 15 Stunden. Ach, kein Problem.
Gut, dann laufen wir da mal rüber. Also die Lichtstimmung und so ist schon ganz cool. Morgens mit diesem rötlicheren Ton. Gefällt mir echt ganz gut. Anti-Aliasing könnte ein bisschen kräftiger sein. Aber ansonsten... Okay. Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Nee, Management-Grundlagen. 10 Stunden soll ich das lernen. Jede Stunde kostet $30. Jo. Dann lerne ich das auch einfach alles an einem Tag. Ha, Weltklasse. So, 18 Uhr, da wird wahrscheinlich die... Mensch! Oh, Porsche-Fahrer! Claro. Fahre ich doch hier. Dann würde ich sagen, gehen wir aber vorher erst nochmal schlafen, müssen dann noch einen Tag arbeiten und können uns dann mit der Rekrutierung beschäftigen. So. Erstmal was essen. Ganzen Tag gelernt. Schlafen bis um 7.30 Uhr. Weil dann müssen wir ja entsprechend erstmal wieder einen Tag arbeiten. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen, das Spiel gemeinsam zu entdecken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.